Breitenau am Hochlandsch ist eine idyllische Marktgemeinde mit 1646 Einwohnern. Und das Besondere, der ansässige Fußballverein SV Breitenau hat in der Vergangenheit einige Fußballgrößen herausgebracht. Der bekannteste ist wohl Heinz Dohnhofer. Der ehemalige langjährige Sturmkapitän absolvierte von 1982 bis 1993 342 Meisterschaftsspiele für die Schwarz-Weißen und hat dabei 34 Meisterschaftstore erzielt. Heute haben wir einen prominenten Studiogast in der Breitenau getroffen, den Heinz Dohnhofer. Und der Heinz hat eine gute fußballerische Karriere hingelegt, vom Dorfclub in die Bundesliga. Heinz, wenn man da so schaut, Breitenau, schöner, lieber Club, wie gesagt, ein Dorfclub, und du hast einen tollen Weg eingeschlagen. Auf was kannst du dich da noch erinnern? Ja, servus Peter mal vorerst. Herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen meinen sportlichen Werdegang zu präsentieren. Wir sind jetzt in der Breitenau, wo ich eben mit dem Fußballspielen begonnen habe. War eine wunderschöne Zeit natürlich, und für mich hat es eigentlich nur Fußball gegeben. Wir hatten damals noch nicht so viele Möglichkeiten, aber wir haben das ausgekostet, und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, die doch lange Zeit hier hat mich auch geprägt, und ich habe sehr viel Positives mitnehmen können. Du hast ja da mit 15 Jahren in der Kampfmannschaft gespielt. Trainer war, glaube ich, der Helle Hauberger. Das war immer lustig. Der hat gut Gitarre spielen können, gut Gitarre spielen und auch gut singen. Ich glaube, das war Gaudi da, und du hast da viel mitnehmen können. Ja, das war mein eigentlich erster Trainer, der sehr professionell gearbeitet hat. Er ist ja doch von Kapfenberg gekommen. Er war selbst ein sehr guter Fußballer. Über seine Gitarrentätigkeit und Singkraft habe ich eigentlich weniger mitbekommen. Ich war doch 15 Jahre, und da war es nicht so, dass ich auch länger bleiben habe dürfen, sondern für mich war einfach wichtig, dass ich mit dem Helmut Hauberger einen sehr guten Trainer gehabt habe, der mir sehr weitergeholfen hat. Dann hast du, glaube ich, einen gehabt, der hat dich wirklich auch stark unterstützt, glaube ich, der Bichler Ali, weil ihr habt sie da als Buben immer gekickt. Ja, der Ali Bichler macht natürlich sehr viel aus in meinem Leben. Wir waren sehr, sehr gute Freunde. Er war auch mein Beistand bei unserer Hochzeit. Der Kontakt jetzt ist vielleicht nicht mehr so, wie es war, aber das ist gezwungenermaßen einfach so. Ich bin jetzt seit 1. Oktober in Pension. Vielleicht können wir das wieder ein bisschen intensivieren, sagen wir mal. Aber wie gesagt, der Ali war schon ein sehr guter Fußballer für die damaligen Verhältnisse. Und der war eigentlich auch der Erste, der den Weg dann raus aus der Breitenau gemacht hat. Und da waren dann einige Spieler, die, wie gesagt, diesen Weg gegangen sind. Du hast 6 Jahre dann in der Kampfmannschaft gespielt in Breitenau und dann bis zu TSV Leum gekommen durch den Harry Rauch, glaube ich. Ja, es war damals noch TSV Alpine, der Verein war in der zweiten Division, und der altehrwürdige Harry Rauch hat mich dazu bewogen, dass ich nach Donauwitz gehe, und die 3 Jahre in Donauwitz haben mich dann natürlich auch weiterentwickelt. Man darf nicht vergessen, ich bin aus der Gebietsliga gekommen und war doch schon beim letzten Jahr, also im dritten Jahr in Leoben in Donauwitz, schon Kapitän. Ja, und dann, wie gesagt, bist du von Leoben zu Sturm Graz, 1982, glaube ich, war das, und hast bis 1993 bei Sturm Graz gespielt. Ja, es waren 11 Saisonen dann bei Sturm Graz, wo es natürlich für mich als Dorffußballer natürlich eine große Ehre war, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Und diesen Weg zu gehen, im Nachhinein betrachtet, es hätte für mich nichts Schöneres passieren können. Und wir hatten wirklich sehr, sehr schöne und sehr tolle Zeiten. Ja, und da hast du eine bewegte Zeit gehabt bei Sturm Graz, und da hat es auch mehrere verschiedene Trainer gegeben. Wer ist dir da noch in Erinnerung, und wer war da dein Lieblingstrainer vielleicht? Ja, also in diesen 11 Jahren hatte ich insgesamt 17 Trainer. Angefangen von Gernot Freidel, wo wir sehr viel Erfolg gehabt haben in der damaligen
Europa League, beziehungsweise hat das geheißen UEFA Cup. Wir sind bis ins Viertelfinale gekommen, von den Dreiner weiterhin. Wir haben einen Hermann Stessel gehabt, ich hatte den Otto Baric, einen Gustl Starek, einen Franz Mikscher, einen Professor Ludesch. Also es waren sehr viele und wie gesagt, in diesen 11 Jahren 17 Trainer zu haben, das ist auch was Außergewöhnliches. Ja, und der Gustl Starek, der war ja bekannt, der hat sogar bei Bayern München gespielt als Fußballer, war ein guter Fußballer. Wie war der als Trainer? Der Gustl Starek war ein Trainer. Wir hatten am Anfang sehr viele Vorurteile, nur er war ein unglaublich super Typ. Er hat sich immer vor die Mannschaft hingestellt und das hat uns dann auch diesen Erfolg gebracht. Wir sind auch mit ihm dann in die UEFA Cup Ausscheidung gekommen und wie gesagt, er hat das Fußballerleben gekannt. Er war sehr erfolgreich, er war Meister, er war Cupsieger in Deutschland bei den damaligen größten Vereinen, FC Bayern nach wie vor und bei Nürnberg. Ja, dann bist du 1993, glaube ich, war das von Sturm Graz weg und bist dann nach Kapfenberg. Da war irgendeine so eine Geschichte, wie war das genau, warum bist du damals weggegangen? Das war so, ich war 35 Jahre und es war einfach die Belastung damals schon für mich sehr extrem. Die Regeneration in dem Alter ist etwas höher und ich habe mich dazu entschieden, dass ich in eine kleinere Liga gehe. Das war damals Landesliga Kapfenberg. Der Helmut Bodolan war damals der Obmann und der hat mir das Ganze schmackhaft gemacht und ja, bin auch dort 4,5 Jahre geblieben. Ja, und ich glaube, da hast ja du sogar den Trainer mitgebracht von Sturm Graz, den Dr. Jurkemik. Ja, der erste Trainer war der Russ, nicht der Kurt Russ, sondern der Werner Russ. Mit dem habe ich in Donnerwitz noch gespielt. Das war der erste Trainer, der mich dann auch inspiriert hat, nach Kapfenberg zu kommen. Und im zweiten Jahr, in der zweiten Saison, war es eben so, dass Kapfenberg einen Trainer gesucht hat und mit Ladi Jurkemik konnten wir dann einen sehr dicken Fisch eigentlich im Trainerwesen engagieren. Und ja, und wir haben für unsere Verhältnisse, sage ich mal, eine sehr gute Rolle gespielt. Ja, und wenn wir jetzt wieder zu Sturm zurückkommen, nehmen wir die jetzige Zeit her, die Ist-Zeit. Sturm Graz, glaube ich, hat jetzt einen guten Weg eingeschlagen, einen guten steirischen Weg. Absolut. Also ich bin überzeugt, dass mit dem Andi Schicker und mit dem neuen Trainer, mit Ilza, endlich wieder ein bisschen oder sehr viel steirisches Blut in Graz fließt bei Sturm. Und genau solche Typen, glaube ich, hat Sturm gebraucht. Und man sieht auch jetzt in den Ergebnissen her, dass sie wieder auf dem Weg sind, wo sich jeder Sturmfan wieder wohlfühlt. Und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass es so weitergeht. Wenn wir jetzt den Nachwuchs hernehmen, ich glaube, für die kleinen Vereine ist es jetzt schon irrsinnig schwer. Es wird alles über die Akademie fast gemacht. Du bist als Dorf-Liga-Kicker zu einem Bundesliga-Verein gekommen, ist ja heute fast nicht mehr möglich. Es geht alles über die Akademie. Ja, es wird einfach sehr viel gescoutet, es wird sehr viel selektiert. Und da ist es fast nicht möglich, einen Dorffußballer noch irgendwo zu entdecken. Das ist eben jetzt die neue Schule schon seit Jahren. Bei uns war es eben so, wir haben in der Woche zweimal Training gehabt, den Rest haben wir uns trotzdem mit Fußball beschäftigt. Man darf nicht vergessen, damals in der Breitenau war es eben so, dass die Alois Schwachsiedlung sehr viele Kinder hatte, eine eigene Mannschaft. Wir hatten den Eibekrom, eine eigene Mannschaft. Wir hatten Erhard, wir hatten das Werk, ja, der hat eine eigene große Siedlung und überall konnten wir eine Mannschaft zusammenstellen und das ist ja auch recht lustig. Wir hatten eigentlich eine eigene Meisterschaft gemacht untereinander, unter den Kindern und das hat perfekt funktioniert. Ja, nach deiner aktiven Karriere bist du dann Trainer geworden, schon erfolgreich gewesen, TSV Leoben hast du gehabt, zweite Liga, dann hast du gehabt Bodensee, jetzt bist du aber in Doppelboot, Graz Umgebung ist es in der Oberliga. Genau, ist richtig. Die Trainertätigkeit ist eigentlich unmittelbar nach meiner Spielerkarriere hat es gleich begonnen. Und mittlerweile bin ich jetzt im 18. Jahr ununterbrochen Cheftrainer beim 7. Verein. Alles durchgemacht, von Profi
bis Aufstiege, Abstiege. Die grauen Haare sind mehr geworden, aber trotzdem fühlt man sich auch in meinem Alter unter den jungen Burschen sehr wohl und das möchte ich noch das ein oder andere Jahr durchziehen. Ja, Heinz, danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, dass wir zusammengekommen sind. Wir wünschen dir natürlich alles Gute, bleib gesund und bleib den Fußball länger erhalten. Ja, ebenfalls danke noch einmal, Peter. Ich war eigentlich überrascht über deine Anfrage. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet, muss ich auch sagen. Und ich bin dir dankbar, dass ich da ein paar Zeilen da sagen habe dürfen. Wir zwei haben ja sogar mal zusammengespielt. Vollkommen richtig, in der Breitenau war das ebenfalls. Und ja, gewisse Dinge vergisst man nicht, auch diese Sache nicht. Und ich hoffe, wir bleiben alle noch gesund. Wir hoffen, dass wir die Corona-Krise positiv überstehen, damit eben der Amateurfußball wieder in diese Richtung kommt, wie es sein soll, dass sich die Burschen wohlfühlen, austoben können. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste überhaupt. Heinz Donhofer war ein sympathischer, fairer Spieler, ein Vorbild für die österreichische Fußballjugend.